Mensch, Julia, hast du auch so einen Hunger schon wie ich? Ja, total. Aber schau, wir sind ja schon da. Richtig, Mike's Steakhouse. Hallo liebe Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GenoTV. Wir, Maria, Tobias und Julia sind heute bei Mike's Eco Steakhouse für euch unterwegs. So, und wir wollen uns jetzt mal in die Küche mit reingucken, wie die leckeren Steaks und der Burger auch mit entstehen. Kommt mit! So liebe Fans, wir haben uns jetzt den Besitzer, den Mike, mal in unsere goldene Mitte geschnappt und wollten jetzt mal wissen, seit wann es ihn denn hier überhaupt schon gibt. Wir haben das Mike Steakhouse seit 13 Jahren. Jahre gibt es das Mike Steakhouse schon. Ja, wir haben auch auf der Karte, auf der Speisekarte gesehen, dass es auch exotische Speisen hier gibt, zum Beispiel Krokodil. Wie kam es denn dazu? Ja, das sind halt Produkte, die gibt es nicht überall. Das ist was Besonderes und daher haben wir uns entschieden, für Krokodil, Strauß und Känguru ins Programm zu nehmen. Das klingt ja wirklich exotisch. Neben Steaks gibt es natürlich auch leckere Burger zum Essen. Was uns jetzt interessiert noch, Mike, und sicherlich auch die Zuschauer, was zeichnet ein perfektes Steak aus? Hast du da einen Geheimtipp für uns? Ja, wir kaufen natürlich beste Qualität aus der ganzen Welt. Es muss gut abgelagert sein und dann natürlich auch perfekt gegrillt. Dann würde ich sagen, dann lassen wir uns das jetzt einmal schmecken und schauen mal, was es Leckeres zum Essen gibt. Mensch, Mike, was hat es denn mit dem Kühlschrank auf sich? So was habe ich in der Gaststätte noch nie gesehen. Ja, das ist bei uns natürlich auch relativ neu. Das ist unser neues Baby, wo wir unser Fleisch selber reifen können. Haben das selber in der Hand, wie lange wir das ablagern. Das wird hier trocken gereift. Dadurch wird das Fleisch bekommt einen besonderen Geschmack und wird sehr zart. Ich merke schon, das ist eine perfekte Qualität, was uns da erwartet. Mike, das lässt ja alle Männerherzen irgendwie höher schlagen. Erzähl doch mal zu diesem Teil ein bisschen was. Das ist richtig, das ist auch ganz neu bei uns im Programm. Wir haben eine Kombination aus zwei Grills und eine große Räucherkammer, also Smokerkammer. Mit dem machen wir momentan selber unsere Tests, unsere Erfahrungen, was am besten zu uns passt. Und das werden wir dann unseren Gästen anbieten. Also demnächst gibt es auch Spare Ribs gesmoked, so richtig. Wow. Also ich sehe schon, wir werden hier öfters vorbeikommen müssen, weil es einfach zu viele leckere Sachen gibt, die man nicht auf einmal verköstigen kann. Ja, lieber Mike, vielen Dank für das tolle Essen. Wir haben uns wirklich sehr wohl bei dir gefühlt. Sehr gerne und wir haben für euch 10x30 Euro Gutscheine vorbereitet, um uns kennenzulernen. Ja, was ihr dafür tun müsst, unser Video kommentieren, liken und auch gerne teilen. Wir drücken euch die Daumen.